Mein Name ist Bernd Kirchner. Ich habe 16 Jahre lang bei Arminia gespielt, vom 10. Lebensjahr bis zum 26. Also mein Name ist Rolf Donnermann. Ich bin auch wie Bernd mit 10 Jahren zu Arminia gekommen. Ja, mein Name ist Andreas Kuhlmann. Ich bin beruflich Gedächtnistrainer, auch als freiberuflicher Dozent für Betreuungskräfte. Wir wurden gefragt, ob wir mal von alten Arminen-Spielen erzählen und vor Publikum, und zwar vor Demenzkranken. Wir beide haben sehr viel Freude daran, die alten Leute, die ja Gedächtnisschwächen haben, dass wir sie ein bisschen animieren, an die alten Zeiten zu denken. Und bei vielen Demenzkranken, die haben ja manchmal noch ein gutes, wie sagt man, Altgedächtnis, ne? Langzeitgedächtnis. Ja, Demenz ist im Grunde genommen eine Gedächtniseinschränkung. Also die meisten haben das Problem, also ich muss auch dazu sagen, ich bin selbst auch ein bisschen betroffen, weil meine Mutter, die ist jetzt mittlerweile auch in einem Seniorenheim. Und das gipfelt jetzt so weit, dass sie also aktuelles, also das Kurzzeitgedächtnis, was am heutigen Tage passiert, wenn ich sie darauf anspreche, was hast du heute Mittag gegessen oder was hast du gemacht, dann guckt sie mich an und weiß es nicht mehr. Aber wenn ich dann über irgendwelche alten Geschichten sie ansprechen kann, dann singen wir ein gemeinsames Lied oder weißt du noch damals da und da, und dann kommt einfach noch die Erinnerung und wir können uns dann ganz nett unterhalten. Es sind sehr viele Leute da, die uns wiedererkennen, die uns damals haben spielen sehen. Sie sind ein paar Jahre älter und ein paar Jahre jünger. Und das macht ihnen unheimlich Freude. Das sieht man ihren Gesichtern an, dass sie diese alten Geschichten, die man sonst nicht erfahren hat, dass sie die jetzt mitbekommen. Wir sollen ja nicht zu Hause nur in der Ecke sitzen und warten, bis es Abend wird oder nur vom Fernseher, sondern dass sie einfach ganz normal am öffentlichen Leben auch teilnehmen sollten. Und da bieten wir, wenn man so will, einen kleinen Beitrag. Die alten Leute erinnern sich gerne, freuen sich, und wenn ich dann zum Abschluss noch ein paar schöne Lieder spiele, können sie auch mitsingen und so. Das ist, ich versuche demnächst sie mal zum Tanzen zu animieren, vielleicht gelingt mir das auch. Ja, bei uns geht es einfach darum, dass wir ein Angebot haben für Menschen mit dieser Erkrankung, mit dieser demenziellen Erkrankung, die einfach, ja, nochmal, wenn man so will, so einen Höhepunkt, so ein Highlight erleben. Die Leute sitzen da, starren nur durch die Gegend und sind zu nichts mehr in der Lage, und wir animieren die, und die stellen dann uns auch Fragen. Zum Beispiel, was habt ihr verdient, ist immer so eine Frage, ne, die man dann auch beantwortet. Ja, und das macht uns Freude, deshalb machen wir das. Ja, am schönsten sind die Momente, wo mich alte Fans wiedererkennen und mir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch Bernd, das hast du gut damals gemacht, du warst ein guter Spieler. Das fühle ich mich gut, und die Leute fühlen sich auch gut, weil wir uns dann noch ein bisschen über alte Zeiten unterhalten können.